Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner Frank und Frei. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Hallo Leute, willkommen bei Nuviso in den Stoner Studios zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei. Und heute sage ich euch gleich mit einer düsteren Geschichte. Heute wird's dark werden, denn wir machen mal wieder einen Ausflug in die Counterculture von Kalifornien in den 60er Jahren, Hollywood Hills. Und ich habe ja da über dieses Thema auch schon mal gesprochen gehabt. Und da weiß man, da hinter der schönen bunten Fassade von Rock'n'Roll und 60ern und Optimismus dahinter, zeigt sich auch oft ein ziemlich düsteres Bild. Und das wird heute wieder so in diese Richtung gehen. Ne? Und ausgelöst hat das Ganze ein Ereignis in England. Wir starten mal bei Herzogin Kate. Ne? Das ist jedenfalls der Sohn von Diana und Charles und seine Frau, Herzogin Kate. Und die hat vor kurzem ein Kind geboren. Ich glaube, das ist ihr erstes Kind gewesen. Ne? Das ist der kleine Louis. Ne? Und da starten wir. Ja. Und wer jetzt meint, wie kriegen wir da die Verbindung hin? Um was geht es jetzt hier? Das Entscheidende ist eigentlich das Kleid, was die junge Dame hier anhatte. Wir müssen ja sagen, so ein Moment, wo man sein Kind das erste Mal zeigt, das ist ein besonderer Moment. Das ist bei den High Royals so, das ist aber auch bei uns Volk so. Wenn du ein Kind bekommst, dann das nach außen zu zeigen, das ist fast wie eine Art Ritual. Ja, du hältst früher so in noch stämmischer Tradition, hältst du dein Kind hoch, um allen zu zeigen, hier, ich erkenne die Vaterschaft an, die Verantwortung oder sowas. Das ist also ein wichtiger Punkt eigentlich, wo man so ein Neugeborenes zeigt, um zu zeigen, hier, du gehörst in diese Sippe, in diesen Clan, in diese Linie, auch von Erbschaftsfragen und so weiter. Und das ist bei uns einfachen Menschen so und so. Aber bei den Royals ist es noch viel wichtiger. Ja, ist klar, hier wird also ein neuer Royal, ein High Royal, wird dem Volk gezeigt, das erste Mal. Ja. Also es ist ein wichtiger Akt, darauf möchte ich nur hinweisen. Fast eine Art, ich weiß nicht, vielleicht ist das Ritual zu viel gesagt, aber ein Akt, der vielleicht sogar eine gewisse Etikette verlangt, eventuell eine Kleiderordnung. Denn das Kleid ist es, was hier so spannend ist. Und wirklich interessant wird es aber erst, wenn man diesem Bild noch ein anderes gegenüberstellt, nämlich dieses hier. Und als ich dieses Foto gesehen habe, also diese beiden Bilder gegenübergestellt, das hat mich echt erstmal tief erschüttert, muss ich wirklich sagen. Das hat echt in meinem Inneren so ein Pam, so einen kleinen Schlag gegeben. Ja. Denn das, wie gesagt, das ist relativ neu. Das ist dieses Jahr 2018, im April war es, glaube ich, wo sie das Kind bekommen hat. Und wie dann schnell gewisse Leute festgestellt haben, trägt sie dort im Grunde ein Kleid, das diesem Kleid sehr, sehr ähnlich ist. Ja? Beides rot und dann dieser auffallende Spitzenkragenbesatz hier. Und das zweite Kleid, das ist aus einem Screenshot aus dem Film Rosemary's Baby. 60er Jahre, Roman Polanski. Und das ist wirklich so ein Portal, in das wir jetzt reingehen können, wo es dann wirklich mindblowing ist zum Teil. Vielleicht muss man erstmal, um diese Relevanz zu erkennen, weil viele Leute würden jetzt sagen, naja, das ist doch nicht weiter wichtig. Tatsächlich habe ich genau dieses Bild habe ich aus einer englischsprachigen, aus einer Seite für Mode und Celebrity und sowas. Ja. Weil ganz ehrlich, am Anfang habe ich mir gedacht, ey, hoffentlich ist keine Fake News. Weißt du, ich suche das jetzt mal selber, ob überhaupt dieses Foto stimmt. So. Und das stimmt aber. Und es kommt also aus einer ganz harmlosen Seite. Und die haben so spekuliert, ist ja komisch, Herzogin Kate. Wieso hat die dasselbe Kleid wie bei Rosemary's Baby? Und die haben noch ein paar andere Dinge so verglichen. Und sind halt dann so zu dem Ergebnis gekommen, naja, die Herzogin Kate ist halt so ein bisschen 60s-Fan. Ja? Und vielleicht ist es auch einfach nur so ein britisches Spleen oder sowas, ja, diese Geschichte. Aber wenn man diese ganzen Informationen hat oder diese ganzen Stories, die ich euch jetzt hier präsentiere, wenn man das im Hinterkopf hat, dann hat das eine ganz andere Relevanz. Und dann glaube ich nicht, dass es einfach nur ein Spleen ist. Aber hey, entscheidet mal selbst. Ja. Erklär mir vielleicht erstmal diesen Film Rosemary's Baby. Wer den noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich ein grandioser Film. Ja. Film von Roman Polanski. Aus den 60er Jahren, ich glaube 68 wurde der gedreht. Und
so ganz vereinfacht, so der Plot, also die Geschichte in dem Film, das ist ein junges Ehepaar, was heiratet, frisch verheiratet ist. Die Frau wird gespielt hier von Mia Farrow. Und dieses junge Paar zieht in New York in ein großes Apartmenthaus ein. Neues Glück, ja. Sie will schwanger werden, sie wollen eine Familie gründen und das ist so ein bisschen so ein Nestbau. Ja. Und es sind reiche Leute und die ziehen da in eine Immobilie ein, so ein Apartmenthaus, First Class. Ja. Und im Laufe des Films stellt diese Frau aber fest, dass in diesem Haus komische Dinge abgehen. Von Anfang an eigentlich schon. Und sie ist zwar fasziniert von der Schönheit von dem Gebäude und diese Immobilie, ganz tolle Wohnung und beste Lage im Central Park, aber auf der anderen Seite ist da vieles dabei, was sie irritiert von Anfang an. Manche verhalten sich ein bisschen komisch und sie hat so ein komisches Gefühl. Und ich will euch nicht die ganze Story wegnehmen, weil wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, die meisten von euch werden ihn eh kennen, schaut ihn an. Aber sie stellt dann Schritt für Schritt stellt sie fest, dass alle, die in diesem Haus wohnen, inklusive ihrem Ehemann und auch den Leuten, die da arbeiten, das ist wie gesagt exklusiv, da gibt es halt unten einen Eingang, einen Pförtner, nee, Pförtner sagt man nicht so, wie nennt man das, wenn da unten halt schon jemand steht und da gibt es einen Mann, der den Fahrstuhl bedient und so. Und alle, die dort in diesem Gebäude zu tun haben, und das ist ein großes Gebäude, die gehören alle einer satanischen Sekte an. Das ist die Story in dem Film. Und sie, Rosemary, wurde aus welchen Gründen auch immer ausgesucht, um ein Kind mit dem Teufel zu zeugen. Ja? Das ist interessant. Ich meine, es führt uns so ein bisschen zurück zu dem, was wir letztens auch mal gehabt haben als Thema, hier Sexualität und diese besondere Gabe, die eben manchen Frauen zugewiesen wird. Im Okkulten nennt man es dann manchmal Scarlet Woman. Das war sozusagen ihre Rolle. Ja, sie ist die Frau, die zum einen unschuldig, die weiß von dem Ganzen nichts, sie hat nichts mit diesen Leuten zu tun, aber sie hat eben, aus welchem Grund auch immer, diese besondere Energie, man hat sie auserwählt, sie soll das Kind des Teufels austragen. Und es passiert dann auch in einer Nacht, sie ist dann, hat das Gefühl, sie träumt die ganze Zeit nur unruhig, aber wahrscheinlich ist sie da unter Drogen gesetzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe den Film schon, ist eine ganze Ecke her, als ich ihn gesehen habe. Aber dann kommt tatsächlich, also sie träumt es so, sie wird vom Teufel vergewaltigt. Im Beisein von all den Leuten, die da sind, ihre Nachbarn, ihr Mann und so weiter. Und tatsächlich ist es so, dass sie dann danach wirklich schwanger ist, nach dieser Nacht, wo sie diesen Traum hatte. Und ihr Mann erzählt ihr halt, ja, wir wollen ja unbedingt die Fruchtbarkeit nutzen. Das war gerade da dieses Zeitfenster, Eisprung und so weiter. Und sie war zwar die ganze Nacht irgendwie bewusstlos, aber er hat trotzdem mit ihr geschlafen, um halt diese Chance nicht ungestrichen vorüberziehen zu lassen. So. Naja, und es kommt dann so, wie es sein soll. Sie wird tatsächlich schwanger und sie trägt halt dann sozusagen das Kind des Teufels aus. Ja. Das nur so als Hintergrund zu diesem Film. Und das ist tatsächlich auch eine längere Tradition im Okkultismus. Ihr erinnert euch, wir haben mal über das Babylon Working gesprochen, wo auch die Idee war, ein Moonchild zu gründen. Tatsächlich Aleister Crowley hat mal einen Roman geschrieben, Moonchild, wo es auch genau darum geht, dass ein Kind geboren wird, in das halt dann irgendeine dämonische Seele inkarniert, der Teufel himself oder wie auch immer. Ja. Also das ist so ein altes Thema eigentlich im Okkultismus auch, diese Idee, ein Kind zu kreieren und du brauchst eben diese unschuldige weibliche Energie, also von einer unschuldigen Frau, die hat damit nichts zu tun, aber die eben diese Grundvibes hat, um dann dieses Moonchild zu ziehen. Nun gut, das ist so die Grundstory von diesem Film. Und ich meine, das ist schon echt ein ziemlich schräger Film. Also düster auch. Großartig. Aber schon damals, als der rausgekommen ist, auch sehr kritisiert, weil es halt echt ziemlich schwarz ist, um was es da geht. Der Film wurde gedreht in New York im Dakota Building. Das ist interessant, das muss man wirklich erwähnen. Das Dakota Building, das ist ein ganz besonderes Gebäude. Das ist dieses Apartmenthaus. Und ich habe jetzt hier mal nur so ein kleines Detail geholt. Ich glaube, hier unten ist der Eingang, der Eingangsbereich. Und das ist also gebaut im 19. Jahrhundert in so einer Art Neo-Gotik-Stil, möchte man das mal nennen. Und das hat insgesamt, es ist schon ein besonderes Gebäude. Also es hat Flair, es hat eine gewisse Ausstrahlung. Es hat auch ein bisschen was Düsteres auch an sich. Ja? Und in diesem Gebäude wurde sozusagen der Film gedreht. Und mit dem Dakota Building ist es eh so eine Sache, das gilt schon seit langer Zeit eigentlich als, oder schon lange vor diesem Film gab es viele Gerüchte immer um dieses Gebäude.
Also es ist eine der schrägsten Immobilien in Amerika, das kann man mit Sicherheit sagen. Bis zum heutigen Tag steht es und es ist exklusive Liste, dort eine Wohnung zu bekommen. Da gibt es ganz strenge Vorschriften, du darfst gewisse Einrichtungsgegenstände nicht verändern, das musst du da unterschreiben, wenn du dort einziehst und so weiter. Das ist ganz komisch. Und da ranken sich schon Jahrzehnte, gibt es dort Gerüchte, dass da Geistererscheinungen gibt und irgendwelche anderen paranormalen Geschichten. Ne? Tatsächlich geht dieses Dakota Building bis zurück, eben 19. Jahrhundert, wo das gebaut wurde. Und gebaut wurde es von einem Großindustriellen, das war, glaube ich, der Chef von Singer, diese Nähmaschinen, Singer müsste man wahrscheinlich sagen, Singer. Also steckt viel Kohle dahinter. Aber Gerüchte gehen eben schon ganz lange, dass es schon im 19. Jahrhundert so eine Art Headquarters war für irgendwelche obskuren Gruppen, Logen. Manche sprechen sogar von Magiern. Es gehen da viel Gerüchte um. Aber die gehen eben schon viel länger um, als da dieser Film gewesen ist in den 60ern. Ne? Ja, und ich meine, jetzt bewegen wir uns rein in, genau, hier, das wollte ich noch zeigen, hier, das ist auch nochmal das Dakota Building. Das ist noch ein Bild aus dem 19. Jahrhundert. Heute steht dieses Gebäude direkt am Central Park, also echt exklusive Lage in Manhattan. Ne? Aber als es gebaut wurde, war das völlig freistehend. Das finde ich auch schon interessant, weil, im 19. Jahrhundert in New York, da werden jetzt die Bauvorschriften vielleicht nicht so gewesen sein, wie jetzt bei uns heute in der deutschen Großstadt. Aber ich schätze auch damals, konnte nicht jeder einfach überall bauen, wo er will. Und ein Haus in so einer exklusiven Lage, also in dem, was dann der Central Park werden wollte, freistehend zu bauen, spricht schon für einen gewissen Einfluss. Aber wie gesagt, das waren sehr reiche Leute, die das gemacht haben. Und, aber wenn man es auch allein so anschaut, ist schon faszinierend. Das ist New York, ja. Ja, wir könnten jetzt ab jetzt in dieses Thema reingehen, wie wenn man in eine Kristallkugel blickt. Dieses ganze Thema, was ich euch jetzt erzähle, das sind so viele verschiedene Aspekte und Facetten, die irgendwie alle miteinander verbunden sind. Und wenn man diese Geschichte erzählt, du kannst es eigentlich aus allen Richtungen machen. Das ist wirklich wie, du guckst in so eine Kristallkugel rein, drehst es ein bisschen und drehst deinen Kopf und siehst wieder andere. Ah, und dann passt das wieder zusammen. So gesehen ist es eigentlich egal, aus welcher Richtung wir jetzt hier reinsteigen in diese komische Kugel hier. Ich würde mal sagen, wir starten mit Roman Polanski. Das ist Roman Polanski. Er war der Regisseur von Rosemary's Baby. Davor hat er auch schon einen Film gemacht, auch schon so aus so Horror-Genre. Tatsächlich hat er ein neues Genre eigentlich mitentwickelt. Vielleicht könnte man das nennen Psychedelic Horror, was in den 70ern eine ganze Reihe von Filmen gab, die in diese Richtung gingen. Aber er ist so der Meister, der das so mit nach vorne gebracht hat in den 60ern. Zunächst mit seinem Film Tanz der Vampire und dann Rosemary's Baby. Und das möchte ich vielleicht an der Stelle auch dazu sagen. Das sind wirklich grandiose Filme. Also Roman Polanski, ein Mann, der echt seine Kunst versteht. Also das ist ein absolut genialer Filmemacher. Das ist großartig, wie der Bilder komponiert und welche Eindrücke der da hervorruft. Und überhaupt möchte ich das vielleicht auch noch vorausschießen. Bei dieser ganzen Geschichte, es geht mir nicht um Täter-Opfer. Das ist dort sehr, sehr schwierig in diesem Netz. Also ich glaube, die meisten Protagonisten sind sowohl Täter als auch Opfer. Und es geht hier nicht darum, jetzt irgendwie zu werten, sagen, ja, der und der und so, sondern wir versuchen uns einfach mal die Fakten anzuschauen, ja, und ohne es zu werten. Und so oder so, es ist ein grandioser Filmemacher. Aber es gibt einigen sehr düsteren Stuff in der Vita von Roman Polanski. Tatsächlich wohnt er lebt er seit den 70ern in Europa, überwiegend in Schweiz und Frankreich. Eigentlich kommt er aus Polen. Und das liegt daran, dass er in den USA seit den 70er Jahren gesucht wird nach ihm gefahndet, oder steht eine Fahndung noch aus, weil er ein ich glaube, es war ein 14-jähriges Mädchen, unter Drogen gesetzt hat und sie halt dann mit Drogen gefügig gemacht hat und dann mit ihr geschlafen hat. Und dieses Ding ist halt noch nicht verjährt und seitdem ist Roman Polanski, meidet er die USA, weil er immer noch die Sorge hat, dass dann sofort zu diesem Gerichtsprozess kommt. Also ein Typ, der eh schon, wir sind jetzt in Zeiten, wo so viele solche Sachen hochkommen aus dem Showbusiness, Hashtag MeToo-Debatte und so weiter. Aber ich meine, was wir mitbekommen, ist tatsächlich, dass so sexueller Missbrauch in gewissen Machtstrukturen und Hollywood, Showbusiness ist eine ganz starke Machtstruktur, wo du als junger Künstler, wenn du hinkommst, abhängig bist von dem Placet von irgendwelchen Produzenten und so weiter und Leuten, die da schon Stars sind. Wir wissen, das ist in letzter Zeit ganz viel gekommen, dass da ständig Machtmissbrauch auch herrscht und der sich dann auch als sexueller Missbrauch ausdrückt. Und Roman Polanski hat da tatsächlich auch
seine Leichen im Keller, um das mal so zu sagen. Ja. Aber ja, wie gesagt, Roman Polanski war der Regisseur von dem Film Rosemary's Baby. Und in wenig später hat er dann ein Gebäude gekauft, was in Hollywood steht, in den Bergen von Hollywood. Und das ist dieses Gebäude. Wunderschöne Top-Immobilie. Auch hier wieder Hollywood Hills. Das ist im sogenannten Benedict Canyon. Das ist 2 Meilen oder sowas vom Laurel Canyon weg. Das sind ja in diesen Hollywood Hills mehrere so Täler, haben wir schon drüber gesprochen. Und das ist auch eine der exklusiven Immobilien, die man dort haben könnte. Blick über die Großstadt, gleichzeitig hast du aber Ruhe, im Hintergrund den Ozean und so weiter. Und dort ist 1968, hat Roman Polanski dieses Anwesen gekauft oder gemietet, und um dort mit seiner blutjungen Frau Sharon Tate einzuziehen, mit der er frisch verheiratet war. Also im Prinzip schon ein bisschen so ein ähnlicher Plot wie bei Rosemary's Baby. Weißt du, ein junges Paar baut sich ein Nest, ja, in schöner, exklusiver Lage und so weiter. Und Sharon Tate, seine Frau, die sollte übrigens auch Schauspielerin eigentlich sein für den Film, aber hat sich dann für Mia Farrow entschieden, weil es dann vielleicht doch zu sehr nach Geklüngel ausgesehen hat. Sharon Tate, blutjung, war schon schwanger von Roman Polanski, als die beiden dort eingezogen sind. Ja. Die Adresse von dem Haus ist übrigens Cielo Drive 150. Und ja, dieses Haus sollte ja dann später große Bekanntschaft machen. Denn tatsächlich ist dieses Gebäude, dieses Yellow Drive, dieses Polanski-Haus, das Gebäude, wo dann Charles Manson und oder die Family von Charles Manson, und jetzt wird schon schwierig, weil ab jetzt bewegen wir uns auch in Narrativen, so genau wissen wir es eben nicht. Deswegen versuche ich da mal konservativ mich auszudrücken. Aber in diesem Haus geschahen die sogenannten Manson-Morde an Sharon Tate. Es wurden in einer Nacht dort 1969, im August 69, 5 Leute ermordet. Sharon Tate, die Frau von Roman Polanski, die hochschwanger war. Dann Jay Sebring, Abigail Folger, dann ihr Freund Frykowski und was nicht noch einer, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber das ist wirklich ein Themenkomplex, der richtig tief reingeht. Die Manson-Story. Da müssen wir eine eigene Sendung drüber machen. Und ich habe das auch schon lange auf dem Schirm. Ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema. Aber ich habe immer noch das Gefühl, ich durchblick's noch nicht ganz. Wahrscheinlich werde ich es vielleicht nie ganz durchblicken, weil es ist wirklich. Ich meine, ich kann die Fakten zusammentragen, aber ich habe so ein Gefühl, da gibt es so verschiedene Ebenen von Wahrheiten. Und Schein und Sein ist in den Bergen von Hollywood halt noch größer als sonst wo auf der Welt. Also, das ist wirklich, wirklich krass. Aber so ein paar Dinge können wir dazu mal sagen. Sharon Tate, übrigens ist Tochter von einem Geheimdienstoffizier, ein Armeegeheimdienst. Ich glaube, das sollte auch niemanden überraschen, denn wer diese Laurel Canyon-Geschichte schon gehört hat, der weiß, dass da ständig auch Verbindungen reingibt ins Militär auch. Also Sharon Tate kommt auch aus so einer Militärsfamilie. Und auch die anderen, die an jenem Abend dort von dem Manson-Clan mutmaßlich ermordet, förmlich abgeschlachtet wurden. Also es war nicht einfach nur Morde, es waren, ja, man hat damals auch schon das Gefühl gehabt, Ritualmorde. Also es ist, das ist eine Brutalität, die über ein normales Motiv hinausgeht, sowas wie Raub oder sowas. Ich meine, da haben auch Drogengeschichten mit reingespielt, da gibt es eine ganze Reihe von Motiven. Aber was das Ganze super interessant macht, ist, dass wir dort Einblick in eine Szene bekommen, die in miteinander vernetzt war. Alle von denen, die da drin gestorben sind, kannten auch zumindest Teile der Täter, die eben zum Teil mit dieser Laurel Canyon-Szene wieder verbunden waren. Tatsächlich die Abigail Folger und der Frykowski, die haben teilweise sogar im Laurel Canyon gelebt. Die hatten dort ihre Wohnung, direkt gegenüber von der Residenz von Lee Cass, Mama Cass von Mamas und dem Papas, Cass Elliot. Also die kannten sich. Der Jay Sebring, der dort auch einer der Opfer war, auch halt ein enger Freund von Sharon Tate, ich meine, es war nicht Speaking 60s, das war eh alles ein bisschen offener so. Jay Sebring, der war Starfriseur.
Der war unter anderem der Friseur, der die legendäre Haartracht von Jim Morrison gestaltet hat, die dann Jim Morrison zu einem Sexsymbol machte. Ja? Das ist Jay Sebring gewesen. Der hatte seinen Friseursalon direkt am Eingang zum Laurel Canyon. Ja? Also ich meine, die kannten sich alle. Und Teile von der Family wiederum waren auch im Laurel Canyon abgehangen. Also unter anderem Bobby Beausoleil, einer der schillerndsten Figuren auch in diesen Kreisen. Der hatte Anfang 1969, also in dem Jahr, um das es da geht, hat er noch in Laurel Canyon gelebt. Also ganz eigenartig eine Szene. Die Leute kannten sich. Die Leute kannten auch die Orte miteinander. Denn in diesem Haus, und das, wo eben dann die superreichen Hollywood-Leute gelebt haben, in solchen Häusern, da liefen auch Partys ab in den 60ern. Und auf diesen Partys waren wiederum auch die Kids von der Counterculture auch dabei. Ja, natürlich Laurel Canyon, die großen Rockstars, die sowieso, die haben mit Hollywood zusammen Party gemacht, aber eben auch die Leute, die aus der Family kamen. Ja, junge Mädels waren halt immer willkommen auf so Partys. Sex, Drugs, Rock'n'Roll war der High Life angesagt. Ja. Hier haben wir übrigens ein Bild von Charles Manson. Und wie gesagt, ich werde jetzt nicht zu tief in die Manson-Geschichte reingehen. Ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, dass das eben ein wichtiger Mix ist hier in unserer Kristallkugel heute. Über die Manson-Sache könnte man noch viel, viel mehr erzählen, aber vielleicht nur so viel. Ihm wird da alles in die Schuhe geschoben. Er ist der Bad Guy. Letztes Jahr ist er, glaube ich, gestorben, aber bis an sein Lebensende im Gefängnis gewesen. Und wenn du jetzt irgendwelche Leute fragst, Charles Manson, dann haben alle im Kopf, der Serienmörder. Die Wahrheit ist, dass er gar kein Serienmörder ist. Denn das wurde auch niemals gerichtlich so gesehen. Die Morde in dem Cielo Drive und dann später auch die an der Familie LaBianca, das sind nur ein paar Nächte später, diese Morde hat er nicht begangen. Das wird ihm auch nicht vorgeworfen. Er war noch nicht mal am Tatort, als die Morde begangen waren. Sondern ihm wird vorgeworfen, er wäre sozusagen eine Art Sektenführer gehabt, der diese Family total kontrolliert hat und da diese jungen Leute dazu gezwungen hat, diese Morde zu begehen. Und so oder so möchte ich einfach mal reinschmeißen. Das sind natürlich schwammige Begriffe. Ja? Ich denke, jeder anständige Anwalt müsste den eigentlich schon längst aus dem Knast rausgeholt haben, weil ich meine, ihm wird selber, Mord kannst du ihm nicht vorwerfen und wird ihm auch gar nicht vorgeworfen, er war nicht am Tatort, das ist keine Frage. Und dann nur darauf begründen, der hat die irgendwie so ein Mind Control gehabt, damit die das machen und damit alle Verantwortung auf ihm ist, eigentlich komisch. Für mich sieht er aus wie der klassische Patsy und auch da wieder Täter und Opfer gehen zusammen, weil definitiv gab es diese Family und definitiv gab es Charles Manson und der dort mit jungen Leuten auch alle möglichen krassen Dinge getrieben hat im großen MK-Ultra. Aber letztens ist es vielleicht genau das, was er selber gelernt hat. Denn der Typ selber ist ein, wie er auch selbst gesagt hat, er ist ein Ergebnis von euch, hat er gesagt, also so vor Gericht, von euch. Hat er einen Großteil seines Lebens hat er in Hintergittern verbracht. Ob als erwachsener Mann im Gefängnis oder schon als Jugendlicher ständig in irgendwelchen Erziehungsheimen und so weiter. Und das ist halt genau diese Zeit, 50er, 60er Jahre, wo diese ganzen Mind-Control-Geschichten liefen und Manson ist da eben auch Opfer und Täter zugleich. Ja? Ja, aber interessant ist ja auch, jetzt schmeißen wir so einen neuen Mix hier in die Runde rein. Manson selbst hat ja gesagt, dass es ja die Beatles waren, die ihn irgendwie inspiriert hätten über merkwürdige, sublime Botschaften, die Family, wenn sie die Beatles-Platten gehört haben. Und insbesondere geht es um einen Album von den Beatles, nämlich das sogenannte White Album. Das ist ein Doppelalbum, 1968 erschienen. Klassisches Beatles-Album, Doppelalbum, sehr, sehr viele Songs drauf. Und Charles Manson hat eben später vor Gericht gesagt, dass aus diesem Album eben sublime Botschaften kamen. Na gut, das hat man nicht ernst genommen. Ich meine, alles, was Manson gesagt hat, lass ihn brabbeln, der ist eh verrückt und der ist eh Psychopath. Das ist so einfach, kann man alles ihm hinschieben. Ja? Und tatsächlich, ich weiß, du kannst Worte von Manson nicht eins zu eins nehmen. Ich habe einiges von ihm gelesen, auch Interviews mir angehört und das ist super schwierig bei Manson. Ich meine, der haut auch manchmal Dinge raus, da ist er vielleicht in einer ganz anderen Ebene. Also du kannst ihm so nicht glauben. Wie soll ich sagen, ganz dicht ist der natürlich auch nicht. Ja, okay, ist schwierig. Aber es wird halt immer so schnell abgeladen. Naja, braucht man nicht ernst nehmen. Naja, aber interessant ist schon dieses White Album, wenn wir uns das angucken. Ich meine, da gibt es unter anderem diesen ganz seltsamen Track Revolution No. 9. Das ist ein 8 oder 9 Minuten lange
im Grunde genommen nur Soundcollage. Also es ist gar kein Song, also es ist gar keine Musik, sondern es ist ein Toncollage. Und das war damals schon so, dass da Gerüchte rumgingen, dass da irgendwie mit sublimen Botschaften gespielt wird. Und ich glaube, bei dieser Platte mit diesem Revolution Number 9 ist meiner Erinnerung nach auch einer der ersten Fälle oder vielleicht der erste überhaupt, wo man dann so dieses Backward-Masking probiert hat. Also wenn du die Platte mal rückwärts abspielst, hast du in der Botschaften gehört. Und das ist wirklich so. Das ist keine Einbildung, die kannst du hören. Also die sind da tatsächlich drin, ob er mit Absicht oder nicht, sei ja auch mal dahingestellt. Also auf jeden Fall um dieses Album, da ging sowieso schon bei, nachdem es erschienen war, viele, viele komische Geschichten rum. Ja. Übrigens, nur so unter uns Rock'n'Rollern so, alle Songs auf dem White Album, die dort erschienen sind, die haben die Beatles in Indien komponiert. Beziehungsweise aus dieser Indienzeit direkt danach, also sich da inspirieren lassen. Wo sie bei ihrem Guru waren, dem Maharishi Mahesh Yogi, so müsste geheißen haben. Einer so von diesen Kult-Yogis aus den 60er Jahren. Damals so der heißeste Scheiß aus Indien. Transzendentale Meditation. Und sein Ashram war bei Rishikesh an den Hängen des Himalaya. Und die Beatles waren dort zu einem Promi-Retreat. Das war so die Strategie vom Guru. Er hat sich gedacht, wenn du so die Celebrities dort ranholst, die werden dann schon so viele andere anziehen, dass halt dann die Leute weltweit dann seine Seminare, Kurse halt besuchen. Ja. Und hat auch tatsächlich gut funktioniert. Das ist einer der einflussreichsten Gurus dann geworden. Transzendentale Meditation. Gibt es heute noch ganz viele Ashrams so. Obwohl er natürlich schon lange nicht mehr lebt. Ja, und nur so am Rande, um zu zeigen, wie viel diese Dinge da zusammenhängen. Bei diesem Celebrity-Retreat im Ashram von ihm in Indien, ja, da waren eben die Beatles zu viert da. Vor allem George Harrison hat das angepusht. Er hat schon so durch das Instrument Sita hat er schon so langsam seine Indien-Verbindung bekommen, die er sein Leben lang dann anhalten sollte. Ne, jedenfalls auf diesem Special-Retreat, da waren eben auch so ein paar Leute aus Hollywood. Und unter anderem war die Schwester von Mia Farrow da. Prudence Farrow. Ja, und John Lennon hat es auch verewigt in dem Song Dear Prudence. Kennt ihr vielleicht? Und da singt er so, Dear Prudence, come out and play. Und die Story geht, dass halt die Prudence Farrow den ganzen Tag halt immer nur Yoga gemacht hat, immer nur meditiert hat und so. Und John Lennon, der war halt dann, hat nicht ganz so viel Yoga gemacht und hat halt immer so, wollte halt, dass die schöne Prudence halt mal rauskommt und mit ihm ein bisschen spielt, so auf der Wiese und es ist so schön, das Wetter und so, komm doch mal raus und so. Da ist dann der Song draus geworden, Dear Prudence. Aber das nur so am Rande. Naja, aber kommen wir zurück zu Manson, der eben gesagt hat, hey, die Beatles waren es, die das ihn sozusagen angeleitet haben. Und ich meine, das klingt jetzt am Anfang, klar, wenn man das hört, denkt man sich, okay, und das habe ich auch jahrelang gedacht, ja, das ist halt so der Wahnsinn von diesen Typen, ja, was soll man mit so einer Aussage anfangen? Habe ich jahrelang gedacht, ja. Aber ich muss sagen, je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, natürlich hat Musik einen Einfluss in diesen ganzen MK-Ultra-Techniken, ja. Sowohl Musik als auch Literatur, da gibt es gewisse Bücher, die immer wieder auftauchen, Alice im Wunderland, der Fänger im Roggen, also es gibt so ein paar Bücher und auch Musik, die da immer wieder auftaucht. Und das scheint mir halt so zu sein, dass das schon auch Werkzeuge sind in diesen finsteren MK-Ultra-Methoden, dass du auch Film, Musik, so Popkultur einsetzt als gewisse Trigger. Ja? Also das würde ich so eben nicht mehr ausschließen. Früher hätte ich gedacht, naja, das ist der verrückte Manson, aber mag sein. Ich will das jetzt nicht mehr so ganz ausschließen. Ne? Aber was halt bei den Beatles sind, was hier wirklich jetzt auch richtig spannend wird, ist die Connection, die John Lennon zu dem Ganzen reinbringt. John Lennon hatte nämlich auch eine Verbindung zu diesem Haus am Cielo Drive, wo wir gerade mit zu tun hatten. Und er hat mal in den frühen 70ern ein Interview gegeben, indem er erzählt hat über die Erfahrungen, die Beatles mit LSD gemacht haben. Und das erste Mal, dass sie LSD genommen haben, oder zumindest er und George Harrison, das waren die beiden, die es zuerst gestartet haben, das erste Mal war wohl unbeabsichtigt. Ich weiß nicht mehr genau, sie wurden gespiked oder aber sie haben es jedenfalls nicht gewusst, dass sie auf LSD sind und es ging dann freaky ab. Und beim zweiten Mal haben sie es dann in Hollywood genommen. Das war als die auf ihrer US-Tour waren, wenn die da mal ein bisschen Pause hatten, mal ein, zwei Tage Freizeit, dann haben sie ihre Freizeit wo verbracht? Naja,
in Hollywood wiederum. Ja. Ich meine, da wo halt Celebrities zu Hause sind, ne, und wo sie halt auch dann Partys gefeiert haben. Und auf diesen Partys, die da legendär waren damals, und wir haben da schon drüber gesprochen, das ist echt die Counterculture und das High Hollywood, also wo auch das Geld ist, das hat sich da so verwoben miteinander. Und tatsächlich LSD und die Drogen und auch der hier die Sex, der Sex mit den jungen Mädels, das waren so die, was das da so verbunden hat miteinander. Ja. Und jetzt hören wir mal aus diesem Interview, was John Lennon gegeben hat, wo er darüber berichtet, über seine zweite LSD-Erfahrung. Hören wir mal kurz, was er da sagt. Das ist nicht lange, es sind nur 30 Sekunden und wir hören es mal im Original an, was erzählt er hier. And the second time we had it in L.A., which is different. Well, then we took it deliberately. And then, well, we just decided to take it again in California, yeah. We were on tour in one of those houses, like, you know, Doris Day's house or whatever it was we used to stay. And the three of us took it, Ringo, George and I think maybe Neil, and a couple of the birds, you know, that, what's his name? The one in the Steels and Nash thing. You know the birds? Yeah, B-Y-R-D? Crosby and the other guy, who used to be the leader. Yeah. Ich fasse es mal kurz zusammen, so, weil es ist ja nicht ganz einfach zu verstehen, was er gesagt hat. Ihr zweite LSD-Erfahrung haben sie eben genommen in Hollywood, ein bisschen Party. Und sie waren auf einer Party, wo war das nochmal? Doris Day's House, sagt er da. Doris Day's House. Okay. Jetzt muss man wissen, Doris Day, große Schauspielerin in Hollywood, Hollywood-Größe, aber damals so Ende der 60er schon eine Grand Old Dame. Also die hat dann nicht mehr so viel Rock'n'Roll gemacht, ja. Das Doris Day's Haus, das ist genau das Haus, was wir vorhatten, am Cielo Drive. Das ist das Haus, was dann Roman Polanski dann eben erworben hatte, von Doris Day, 1969. 1968 war aber das noch, oder, war das noch das Haus von Doris Day. Und jetzt würde man sich fragen, na gut, aber Doris Day, ich meine, die alte Dame, hat die da die großen Rock'n'Roll-Partys gemacht. Aber, wie es John Lennon jetzt gerade gesagt hat, wer war denn noch bei der Party da? Er erzählt dann was von den Birds, die Birds, you know the Birds? With a Y, sagt er so, die Birds. Und die Birds waren auch auf der Party, oder zumindest zwei Leute von ihnen. Wie hieß er gleich nochmal, fragt er so, der hier die schöne Gitarre spielt. McGuinn, ja, Roger McGuinn von den Birds war da. Und David Crosby, von dem wir auch schon gehört haben, der eigentlich David Van Cortlandt heißt, aber egal, ne? Andere Erinnerung nochmal. Die waren auch auf dieser Party, und die haben dann gemeinsam eben das Trippen angefangen. Und das ist das Haus von Doris Day gewesen. Oder er sagt so eins von diesen Häusern, er weiß nicht mehr genau. Ich meine, es gab mehrere solche Locations, wo diese Partys abliefen, aber in dem Doris Day House definitiv auch. Und das ist, was John Lennon erwähnt. Der Sohn von Doris Day, der ist der das jetzt hier zusammenbringt. Der Sohn von Doris Day ist Terry Melcher. Und Terry Melcher, der war der Produzent von den Birds. Das war der Typ, der die Birds von Anfang an produziert hat und sie so, sozusagen groß rausgebracht hat. Ja. Der ist also Sohn von dieser riesen Hollywood-Schauspielerin und gleichzeitig ganz, ganz tief drin in Laurel Canyon und dieser neu aufkommenden Rock'n'Roller-Szene. Und Terry Melcher ist auch tatsächlich ein mehr als nur ein Bekannter gewesen von Charles Manson wiederum. Ja, Charles Manson hat sich ja selber auch als Musiker gesehen. Er hat sich gesehen als Teil von dieser Rock'n'Roll-Szene. Ja, also der war einer davon und der hatte selber auch Ambitionen und er war wohl auch ein ganz guter Musiker, was man hört. Also der hatte schon ein gewisses Charisma, sonst wird es auch nicht alles nicht so funktioniert haben. Der hat schon Charisma gehabt, der konnte wohl auch ein bisschen spielen und wenn der gesungen hat, hat er Leute mitgerissen. So, ja. Und selbst so Größen wie Neil Young haben das damals gesagt, hey, boah, der hat echt ein Talent und so, ja. Der ist ein ziemlich guter Mann. Ja. Später wollte er keiner mehr was davon wissen, aber hey, so war das nun mal. Terry Melcher, der Produzent von den Birds, der hat tatsächlich schon Probeaufnahmen gemacht mit diesem Charles Manson. Ja, und die Idee war den halt groß rauszubringen. Das heißt, die kannten sich halt richtig gut. Ja. Naja, und das ist doch jetzt schon faszinierend, dass wir da einen Kreislauf haben, was sich da alles in diesem einen Gebäude abgespielt haben. Also ein Jahr bevor diese Manson-Morde dort stattfinden, die fast schon einen rituellen Charakter haben, wo Sharon Tate, die junge Sharon Tate, ermordet wird, die gerade hochschwanger ist. Im Grunde wie eine Kopie von dem Plot von Rosemary's Baby. Also das haben auch damals schon die Leute festgestellt. Hey, was, ey, in was für einer komischen Gemengelage steckt denn eigentlich dieser Roman Polanski? Ist auch bis heute nicht geklärt. Manche Leute haben auch gemeint, der steckt da auch mit drin. Bezeichnenderweise in dieser Nacht, wo diese Morde passiert sind, war er natürlich nicht da. Ja?
Aber die Ähnlichkeiten von dem, was wirklich passiert ist, zu dem ein Jahr vorher veröffentlichten Film, die sind damals schon den Leuten aufgefallen. Ja? Und jetzt ist aber so, dass in diesem Gebäude ein paar andere Dinge abgelaufen sind. Nämlich, dass John Lennon und George Harrison mit vielen anderen Laurel Canyon Stars, die haben dort Partys gemacht. Dort sind LSD-Partys gelaufen. Und John Lennon sagt, dort haben die das erste Mal bewusst dann LSD genommen. Und es hat sie total auf so einen Trip geschickt. Ja? Jetzt ist es halt wiederum spannend, wenn man guckt, wie die Story von John Lennon weitergegangen ist. Irgendwann haben sich die Beatles getrennt, irgendwann ist John Lennon nach Amerika gegangen. Wo ist er hingegangen? Nach New York, hat dann dort eine Weile also noch Musik gemacht. Und ist dann, Mitte der 70er, hat er sich dann so mehr oder weniger aus dem Showbusiness mal zurückgezogen. Er hat sich voll seiner Vaterschaft gewidmet. Mit seiner Frau und sie sind eingezogen in ein Apartmenthaus, wieder das gleiche Ding, wieder ein Nest bauen. Und welches Apartmenthaus war das? Ihr ratet schon, Dakota Building, New York City. In dasselbe Gebäude, wo eben Rosemary's Baby gedreht wurde. Und tatsächlich, ob das wirklich genau stimmt, weiß man nicht, aber es wird erzählt, dass der tatsächlich in demselben Appartement gelebt hat, wo der Film gedreht wurde. Wo auch diese Vergewaltigungsszene des Teufels war. Übrigens, das ist nur so am Rande, wir flechten es mal kurz ein hier. Anton LaVey, so eine weitere schillernde Figur aus dieser Counterculture der 60er. Anton LaVey, der hatte in Amerika die Church of Satan gegründet, die Kirche Satans. Eine satanische Vereinigung, die durchaus ziemlich populär war in diesem Underground in den 60er Jahren. Und dieser Anton LaVey, der diese Church of Satan gegründet hat, auch da Geheimdienst-Connections und alles bei diesem Typen. Ja. Der von sich behauptet, er hätte den Teufel gespielt in Rosemary's Baby. Bei dieser Vergewaltigungsszene. Ob das wirklich stimmt, auch da, wir wissen es nicht. Möglich, aber es kann genauso auch sein, dass es nur Prahlerei ist. Weil das ist eben das andere. Diese Typen sind auch ständig es sind auch einfach Angeber und Prahler. Ja. Das kann also auch sein, wissen wir nicht genau. Aber das nur so am Rande. Ja, aber zurück zu John Lennon. Also John Lennon, in diesem Cielo Drive scheint es, als ob der da in einen Kausalrad irgendwie, ein Zeitrad, wie so ein Kala Chakra reingekommen ist, was dann an sein Lebensende wieder auftaucht. Denn er zieht dann eben in dieses Dakota Building ein und tatsächlich wird er vor dem Dakota Building dann 1980 war es, erschossen. Also direkt am Eingang, den Eingang, den wir vorhin wiederum gesehen haben. Und erschossen wird er übrigens von Mark David Chapman. Mark David Chapman, der dann auch, nachdem angeblich er den Mord gemacht hat, ich glaube gar nicht, dass das war. Also wenn er überhaupt geschossen hat, oder er weiter hatte geschossen, aber der Mord kam aus meiner Sicht von jemand anders. Aber das ist wie ein eigenes Thema so. Aber er ist halt so der klassische Patsy, wie man es immer nennt, der Sündenbock. Ja, und nachdem Lennon hier tot am Boden liegt, ist Mark David Chapman, hat wieder sein Buch in der Hand und liest wieder Salinger, den Fänger im Rocken. So lange, bis irgendwann Polizei kommt und er sich einfach widerstandslos abführen lässt und bis heute im Gefängnis sitzt. Und er ist so ähnlich wie auch Siran, das war der Bobby Kennedy ermordet hat und noch so ein paar weitere Attentäter aus den 60ern. So ein Mensch, wo man echt den Verdacht hat, das sind diese MK-Ultra-Attentäter. Der ist nicht zurechnungsfähig, der ist nicht er selber, der funktioniert auf... Wie ferngesteuert. Ich weiß, das klingt unheimlich, aber wenn du dir diese Fälle anschaust, dann wird das immer deutlicher. Und ich finde halt diesen dass sich das in diesen beiden Gebäuden abspielt, das eine eben in New York, das andere in Hollywood, also ich finde das mehr als kurios. Ich meine, es gibt in New York wirklich verdammt viele gute Immobilien. Wirklich jede Menge so Premium-Immobilien. Warum musst du genau in dieses Gebäude ziehen? Warum musst du, wenn du in L.A. bist und Party machen, warum muss es genau in diesen Gebäuden sein? Und das LSD, ich habe schon gesagt, an anderer Stelle mal, das LSD ist eine machtvolle Substanz. Und aus meiner Sicht ist es auch in diesen Fällen vielleicht missbraucht worden, um gewisse Dinge halt so richtig anzuschieben, um ein Katalysator zu sein. Ein Katalysator für, ja, ich sag's mal, für magische Operationen, die da gelaufen sind.
Und inwieweit dort Lennon Täter ist oder Opfer, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie ist er da halt mit reingezogen worden und hat auch den Preis dafür bezahlen müssen dann. Ne? Ja, wir sehen also, das ist wirklich ein ganz merkwürdiger Komplex rund um diesen Cielo Drive, Rosemary's Baby, Roman Polanski, John Lennon, MK Ultra, Ritualmorde. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, dann gewinnt es schon eine gewisse Relevanz, finde ich, was eben das Kleid von einer Herzogin Kate, was das bedeutet, wenn sie dasselbe Kleid anhat wie Rosemary's Baby. Ne? Das ist halt auch noch interessant, wenn man sich dieses Bild anschaut. Links ist es von jetzt aktuell, haben wir schon gesehen vorhin. Das hier ist Prinzessin Diana, wunderbare 80er-Jahre-Frisur hier, großartig. Und das war Diana in den 80er Jahren, wo sie hier im Arm ihren Schwager oder ihren Ehemann hält, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Und naja, also eine gewisse Ähnlichkeit ist frappierend. Ja. Es ist jetzt hier nicht genau das gleiche Kleid wie eben bei Kate und Rosemary's Baby. Aber die Frage ist, ob da nicht ein gewisser Farbkodex irgendwie vielleicht sichtbar wird, eine gewisse Kleiderordnung oder sowas. Ich meine, vielleicht ist es eine Art rituelles Gewand. Guck mal, wenn so Kardinäle zusammenkommen, ja, wenn die den Papst wählen, Rom treffen sie Kardinäle oder auf irgendwo oder Bischöfe oder sowas, dann haben die auch nicht alle exakt das Gleiche an. Sondern es gibt trotzdem einen gewissen Kleidungskodex. Gewisse Farben, Farbe, die nur den Purpur, den eben nur der Kardinal tragen darf oder so. Also so gewisse Farbpflichten gibt es dort, Ordnungen. Ne? Es ist aber nicht immer exakt das Gleiche. Es mag irgendwie ein Kardinal aus Argentinien, mag vielleicht nicht genau das Gleiche anhaben wie einer, der aus England kommt. Ja? Aber trotzdem halt ist es vergleichbar. Ich weiß nicht, ob das hier auch ist. Ich meine, gut, vielleicht ist es ja Zufall. Ja? Vielleicht ist es ja Zufall, aber wissen tue ich es nicht. Das sind doch hier nochmal rot-weiße. Weiß nicht, ob wir da schon mal hier drüber gesprochen haben. Das sind so die Farbkombination, die dann später auf der US-Flagge auftaucht. Da, aber dass diese rot-weiß Streifen, das waren auch die Farben der britische East India Company. Und geht vielleicht sogar zurück bis auf die Wikinger. Alte Seemacht und so weiter. Aber hey, das kann auch Zufall sein. Ich meine, mit rot-weißes Hemd. Warum auch nicht? Das ist eine schöne Farbe, rot und weiß, kann man jetzt sagen. Ja. Aber grundsätzlich ist es schon möglich, dass da so, ja, so ein Dresskodex uns gegeben hat. Rot und daneben weißer Kragen hier oben. Ja. Naja, und jetzt, wenn man das so anschaut, ist das jetzt Zufall? Ist das jetzt wirklich nur ein Spleen von Herzogin Kate? Dass sie halt da so sein Faible hat für die 60s und halt auch diese 60s Counterculture ganz cool fand? Oder begegnen wir da nicht was Größerem? Wie gesagt, wenn du so deinen Thron, also ist nicht der Thronfolger, also ich weiß nicht, in welcher Position er in der Thronfolgerlinie steht, aber wenn du so einen High Royal bringst, den erstmals der Öffentlichkeit zeigst, gibt es auf jeden Fall eine Etikette, ja, eine gewisse Vorschrift. Ich glaube noch nicht mal, dass sie sich selber da ihre Klamotten aussuchen kann. Oder zumindest wird es dort enge Berater geben, die sagen, was dort angemessen ist und was man besser nicht anzieht. Und vielleicht ist halt ein blaues Kleid dann nicht das Richtige, sondern eben ein rotes muss es sein, mit weißem Aufsatz. Ja. Und ob das jetzt einfach nur ein Spleen ist, also ein britischer Spleen, dass sie da so auf die 60 steht, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Also für mich ist die Frage, ob das nicht sogar schon so eine Art Opfergewand ist oder sowas. Ja? Ich will sagen, denen nichts Böses so. Also ich wünsche dem Kind und dir auch alles Gute so. Ey. Aber wenn man guckt, was aus Diana geworden ist, wenn man dann guckt eben was Rosemary's Baby, wozu das alles steht und in was für einen wirklich düsteren Themenkomplex uns das hineinführt. Ja? In eine Mischung aus Magie, aus LSD, die Geschichten, ein Moonchild zu kreieren und so weiter. Das blutige Ende auch, was bei Sharon Tate stand, was später bei John Lennon stand und so weiter. Also mich hat das echt schockiert eben, wo ich das gesehen habe. Ja.
Ich meine, man könnte jetzt auch noch ein paar andere Links geben zwischen dem zwischen diesem britischen Königshaus hin in diese Counterculture von Laurel Canyon. Ne? Wie gesagt, früher hätte ich immer gedacht, naja, das ist halt echt hier der verrückte Charlie, der diese Geschichten erzählt, so die Beatles. Aber wenn man schaut, dass die Beatles eben auch tatsächlich in diese Szene waren, die waren da nicht oft dort. Ja. Die Beatles waren schon, das ist schon England, also damals konnte es auch nicht so oft hin und her fliegen, wie man das heute macht. Ja. Aber sie haben eben auch Verbindungen dazu, direkt in dieselben Locations, zu denselben Leuten. Die Rock'n'Roll-Stars, die Young Turks, also die jungen Schauspieler aus Hollywood und so weiter, die haben halt zusammen Party gefeiert und dort so eine gewisse Energie halt rausgesendet. Ja. Aber weitere Verbindungen könnte man sagen, von Royals hin zum Rock'n'Roll. Ein weiteres Bindeglied wäre beispielsweise die BBC. Die altehrwürdige BBC, British Broadcasting. Hoch respektiert und so. Aber Leute, habt ihr mitbekommen in den letzten Jahren ein bisschen die Skandale, die aus der BBC kamen? Wobei das Wort Skandal da ja schon verharmlosend ist. Da sind ja die übelsten, wirklich die übelsten Dinge hervorgekommen. Netzwerke, pädophilen Netzwerke auf dermaßen krasse Art und Weise, dass selbst wir, die Hartgesottenen unter uns, sich das nicht wirklich vorstellen konnten, wie tief das gehen kann. Jimmy Savile ist, dürfte den meisten von euch ein Begriff sein. Ich gedeihe ihm jetzt nicht die Ehre, ihm noch hier ein Bild zu geben. So. Jimmy Savile ist aus meiner Sicht vielleicht einer der übelsten oder der übelste Mensch, von dem ich je gehört habe. Und ich meine, vielleicht in irgendwelchen Fiktionen gibt es vielleicht noch üblere und es werden vielleicht auf dieser Welt auch noch übler rumlaufen. Aber Jimmy Savile, was man von dem weiß, was bei dem Postmortum rausgekommen ist, ein Mann, der, und es ist keine Übertreibung für mich, wenn ich sage, der, wo es in die Tausende geht, die Missbräuche. Ein Mann, der über Jahrzehnte lang noch nicht mal Halt gemacht hat vor todkranken, schwerkranken Kindern, vor behinderten Kindern, vor Leichen, der hat noch Leichen geschändet. Unfassbar, unfassbar. Ich will da ganz gar nicht so ins Detail gehen. Wobei mir es halt auch, wie ich immer wieder sage, hey, wir müssen auch diese Dinge anschauen. Denn das ist das andere. Wir können uns hier nicht frei entfalten auf dieser Welt, wenn solche Netze eben auch am Start sind. Ja? Versteht ihr? Das, weil wir spüren, es gibt Dinge, die unsere freie Entfaltung deckeln. Aber das sind genau solche Deckel. Und dass solche Dinge passieren. Deswegen passieren sie ja. Diese ganzen okkulten, richtig düsteren, schwarzmagischen Operationen, die haben ja, da geht es immer um Macht. Es geht um Macht. Das sind genau die Dinge, die den freien Fluss von uns deckeln. Und es korrumpiert uns auch, wenn solche Dinge passieren in dieser Welt. Deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, die anzuschauen. So unschön das ist, aber es ist wichtig, das anzuschauen, damit wir eben diese Dinge auch mal auflösen können. Damit wir selber erkennen, wie diese Muster sind, damit wir uns nicht selber in solche Dinge verstricken, wenn es in unser Leben vielleicht mal näher kommt. Aber eben auch im Sinne der Heilung. Man muss dir halt den Dark Stuff anschauen, nur dann kannst du es heilen. Es geht halt nicht anders. Ja. Und deswegen muss man auch so Leute wie Jimmy Savile anschauen. Aber was da passiert ist, ist unfassbar. Und Jimmy Savile, von dem könnte ich jetzt euch Fotos zeigen, aber ich mach's gar nicht. Der höchste, beste Kontakte in High Places. Der war immer wieder guter Buddy von Prinz Charles, ja, der sozusagen dann der Großvater ist von dem kleinen Louis hier, Ehemann von ihr, Vater von ihm. Prinz Charles war ein Buddy von diesem Jimmy Savile. Jimmy Savile hat schon in den 60ern, war der schon mit den Beatles zusammen. Überhaupt dieses Vernetzen von BBC, britischem Musikbusiness und auch der vermeintlichen Counterculture. Und mag sein, dass man am Anfang, wobei ich glaube es eigentlich nicht, aber mag sein, dass man am Anfang vielleicht so diese Counterculture noch herabgeguckt haben, ja, Beatles und so. Aber aus meiner Sicht ist es aber verbunden miteinander. Die Beatles, die Musikindustrie, BBC, Medien, so ähnlich wie wir es bei der Laurel Canyon-Geschichte auch erzählt haben, ist es eben auch in England. Ja. Und man sieht es auch daran, dass auch all diese Protagonisten dann später im Laufe ihres Lebens dann alle irgendwelche tollen Medaillen bekommen und die werden dann Sir in den Adelstand erhoben und kriegen Orden. Orden kriegst du auch immer schön auf dein Herz, ja, hier, wo es wichtig ist. Da kriegst du dann den Orden drauf gedeckelt. So. Und daran erkennt man schon, die haben sozusagen ihren Zweck erfüllt, die haben ihre Aufgabe erfüllt, die haben ihren Dienst erfüllt. Denn das ist, du kriegst diese Orden nur, wenn du deinen Dienst erfüllt hast. Für das Königshaus, für die Royals.
Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ja. Und ich meine, bei den Beatles, da könnte man noch so viel erzählen. Natürlich die Rolle des Tavistock-Instituts. Das ist so eine von diesen Mindfabriken. Das ging schon los in den 40er oder 50er Jahren. Vieles ist da so an diese Bruchlinie Zweiter Weltkrieg gebunden. Und danach hat man an mehreren Orten der Welt, in der westlichen Welt, also das Tavistock, in Amerika könnte man die Macy Conference nennen und so weiter. Dort hat man so Thinktanks, dann so große soziale Gesellschaftsexperimente sich so ausgedacht, um eben tatsächlich den Menschen zu verändern, um vieles von seinen Wurzeln, von seinem Alten abzuschneiden. Ne? Und das Tavistock-Institut ist eine von diesen Brain-Fabriken, wo da diese Dinge ausgefeilscht werden, also sich ausgedacht werden. Ne? Und das sind genau da gibt es eine enge Beziehung halt zu den Beatles, zum Music-Business. Schon die Art, wie du Texte schreibst, dass du also direkt irgendwie die Leute ansprichst. Bei den Beatles, die ganzen frühen Lieder, die sind alle From me to you, I love you, love me und so. Also dieses direkt, ganz persönliche. So. Okay, jetzt könnte man sagen, das ist halt, ja klar, einfach vielleicht auch nicht so nah fern, dass man einen Text halt so schreibt, einen erfolgreichen Popsong. Das mag vielleicht die Elvis auch schon so gemacht haben, ja, wobei der da ganz viel geschrieben hat. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall halt diesen Link und wenn es nur eben die BBC ist. Und Jimmy Savile, das ist ja nur der bekannteste von denen. Es ist tatsächlich so traurig, Leute, weil ich, wieder kann ich nur sagen, ich mag ja die Beatles, ihre Musik gerne. Hey, John Lennon ist für mich auch ein großartiger Typ. Und ich bin auch nicht hier, dass ich sage, das sind Täter, weil die waren damals blutjung. Weißt du, und ich glaube, gerade bei John Lennon habe ich sogar eher das Gefühl, dass er eben gecheckt hat irgendwann, hey, wir werden hier ausgenutzt. Wir sind doch die Esel, die diesen verdammten Karren ziehen. Und war es nicht John Lennon, der dann eben auch gesagt hat, hey, ich brauche eure Sir Lennon-Geschichte nicht. Ich werde nicht Sir Lennon und ich brauche eure Orden nicht. Und hat die auch abgelehnt und so. Und naja, aber gut, das Ende von John Lennon ist dann eben auch klar. Man hat ihn dann umgelegt, weil er eben vielleicht zu unbequem wurde, weil er vielleicht auch dann eben schon Dinge ausgesprochen hat, weil er es vielleicht gecheckt hat, in was für ein Netz er da eigentlich reingewachsen ist, obwohl er doch eigentlich vielleicht nur Musik machen wollte, was seine Natur ist, so, ja. Ja, interessant. Aber diese ganze BBC ist ja richtig dark. Überhaupt diese ganze in England, was da in den letzten Jahren rausgekommen ist, welche Missbrauchssysteme wir da haben, was für ein Ausmaß das ist. Und wie das auch über Jahrzehnte hinweg einfach hingenommen wurde. Diese Geschichten von BBC, diese Geschichten von Jimmy Savile und den anderen Leuten, die da bei BBC hier ihr wunderbares Machtsystem installiert haben. Das ist ja alles nichts Neues. Da gab es ja schon, die Sex Pistols haben schon in den 70ern davon gesprochen. So. Und die Sex Pistols, by the way, das ist auch eigentlich eine Casting-Band und keine, die so ein paar Jungs, die zusammen mal Musikrevolution machen, sondern die wurden auch zusammengestellt und gecastet. Aber das ist wieder eine andere Story. Aber das, was ich damit sagen will, diese ganzen Stories rund um Savile, das Ausmaß hat man vielleicht nicht gesehen. Dass es wirklich so krass ist wie der. Also die Leute deuten immer auf, gerade England, wo wir bei England sind, deuten immer auf Aleister Crowley, the wickedest man in the world, hat er sich damals selber genannt. Aber, also alles, was wir von Crowley wissen, so. Und da liefen schon viel wicked. Wicked heißt sowas wie verhext, spooky, verrückt oder sowas, ja. Da lief schon viel wicked stuff ab bei Aleister Crowley. Aber hey, das ist ja ein Waisenknabe im Vergleich zu solchen Figuren wie Jimmy Savile. Der Mann, der ein einziger psychopathischer Albtraum ist, über Jahrzehnte hinweg. Und der in England gleichzeitig über Jahrzehnte hinweg ein Popstar war. Mit seiner Sendung Top of the Pops hieß, glaube ich. Das war so die legendäre BBC-Sendung, schon in den 60ern angefangen und so weiter. Der konnte sich alles leisten. Der hat über die krassesten Dinge gemacht. So. Das will man sich gar nicht vorstellen. Also echt unglaublich. Der hat dann zeitweise einen Generalschlüssel für ganze Krankenhäuser, wo oder nicht nur Krankenhäuser, sondern so Kliniken, wo für Jugendliche und Kinder, die schwerst krank waren, der hat einen Generalschlüssel gehabt, der hat da seine eigenen kleinen Reiche im Souterrain gehabt. Das ist unfassbar. Die Details, ich will es euch ersparen. Wer den Mut hat oder wer stark genug ist im Herzen, weil das müssen wir sein, wer stark genug ist im Herzen, kann sich die Dinge mal ein bisschen mehr anschauen, Jimmy Savile. Das ist Hammer. Das ist auch so krass. Ich meine, die Dinge sind öffentlich geworden und sie haben einen Skandal ausgelöst, aber muss ich sagen, ein Skandal ist da viel zu wenig. Ein Skandal. Diese Dinge,
Als die aufgekommen sind, vor ein paar Jahren ging das, und da kam eins zum anderen, ich hatte wirklich das Gefühl, boah, jetzt muss eigentlich in England echt, das muss doch die Öffentlichkeit dermaßen durchrütteln. Und es ist ein Skandal gewesen, aber eben nicht mehr. Erstaunlicherweise. Letztens, Leben geht weiter. Das war halt damals so. Aber er ist ja tot, der Jimmy Savile. Brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Der ist ja gestorben. Und auch die ganzen anderen. Ah, das waren alles in den, es war alles in den 60er, 70er, 80er Jahren. Vielleicht ein bisschen 90er, aber das war früher. Da gab es überall diese Pädoringe in der BBC und da gab es Connections rein ins britische Königshaus. Das war früher. Und da gab es Verbindungen rein in das britische Parlament, House of Lords und so weiter. Aber hey, das war alles früher. Und alle, die damit zu tun haben, die sind alle gestorben. Und, also unangenehm, aber machen wir ja einen Deckel drauf. Freuen wir uns doch lieber hier. Herzogin Kate hat ein neues Kind bekommen. Hurra, es lebe der Louis. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind diese Fäden eben noch immer da. Da ist nichts aufgeheilt. Ein paar Infos sind rausgekommen, ein paar Skandälchen, aber es hat keine Konsequenzen gehabt. Und das System in den Köpfen und ist immer noch da. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Und diese Verbindungen, ja, die tauchen halt dort überall auf. Und wie gesagt, ich meine, wir müssen uns wir müssen diese Dinge anschauen, damit wir sie heilen können. Denn da bin ich halt wirklich sicher, wir können nicht frei leben in einer Welt, wo auch solche Dinge passieren. Weil du kannst dich da nicht rausstehen und sagen, naja, da schaue ich nicht hin, da habe ich nichts mit zu tun. So. Letztens, wir sind beseelte Wesen. Und alle Seelen sind in Verbindung miteinander. Wenn es auf unserer Welt Menschen und Seelen gibt, die in solche düsteren Dinge verstrickt sind. Und wie gesagt, mir geht es nicht um Täter, Opfer. Der junge Louis, der wird in diese Welt reingeboren. John Lennon ist dort rein verstrickt worden, auch Herzogin Kate. Ich zeige ihm den Finger auf die und sage, ah, guck mal, wie böse sie sind. Es geht um Heilung so. Es geht um Heilung. Was ich sage, solange wir diese Strukturen haben, solche Netze, solange wir diese okkult-magischen Operationen am Laufen haben, egal mal wie effektiv sind oder auch nicht, das sei auch mal noch dahingestellt, aber solange diese Dinge laufen auf der Welt, können wir nicht so tun, als ob es nicht wäre. Da können wir nicht sagen, hey, ich bilde mir jetzt mein eigenes, ich kümmere mich nur um mein eigenes Seelenheil und schaue, für mich alles Erlösung, alles kunterbunt, wenn die Dinge auch laufen. Das geht nicht. Weil, hey, als beseeltes Wesen spürst du doch den Schrei, also vielleicht hören wir es nicht genau, aber wir spüren doch, dass eben manche Dinge nicht in Ordnung sind und das sind eben diese Dinge. Das ist, was am allermeisten nicht in Ordnung ist und solche Dinge müssen wir irgendwie in Ordnung bringen, damit dann auch halt Heilung geschehen kann. Auch in unserem eigenen Interesse, also man kann das nicht getrennt voneinander sehen. Wer das macht, das ist ein großer Irrtum, zu glauben, ich konzentriere mich nur auf mich, dann schaue ich nicht hin. Es gibt ja sogar Leute, die sagen, schau bloß nicht hin, weil wenn du da hinschaust, dann verstärkst du noch so diese Kräfte. Aber das halte ich für völlig falsch. Das halte ich tatsächlich für so eine New Age-Täuschung. So. Sondern aus der Sicht des Heilers, natürlich musst du hinschauen. Ja? Du kannst auch bei einem kranken Patienten, wenn einer schwer krank kommt, kann ich auch nicht sagen, oh, hey, komm nicht in mein Leben, beschäftige mich, weil das ist mir zu bad. Ich habe heute gerne so Schmetterlingstag. Jetzt kommst du da bist krank und leidest. Bleib fern von deinem Leiden. Ja, mit der Einstellung kannst du nicht heilen. Ja, der Heiler, der kommt natürlich hin. Das heißt nicht, dass du dann dir das ganze Mitleid hier raufschaufelst, aber du musst da mal genau hingucken. Und da musst du halt stark im Herzen sein, um halt zu sehen, oh, da ist es. Und dann kannst du vielleicht auch mal wehtun. Ja? Aber so ist es halt nun mal. Ja. Und deswegen in diesem Sinne danke ich euch, dass ihr auch heute euch das angeschaut habt, dieses finstere Netz, in diese finstere Kristallkugel mit diesen merkwürdigen Verbindungen von gewissen Orten, Laurel Canyon, Hollywood Hills, Dakota Building. Wer weiß, vielleicht sind diese Orte auch nicht zufällig. Vielleicht gibt es da auch so eine Art, darüber spekuliere ich auch schon eine ganze Weile so, gerade so Südkalifornien, ob es da nicht auch so eine Art Spiritus Loci gibt, also so eine besondere Eigenschaft, die der Ort mitbringt, eine besondere Schwingung. Ja. Es gibt ja Kraftorte und da gibt es halt auch welche, die verschiedene Art. Und vielleicht ist das auch einer, wo halt so düsterer Stuff gut gedeihen kann. Also den verlacht habe ich ja schon lange. Ich meine, dass Hollywood dort, wo es ist, nicht zufällig ist.
Hollywood, das Heiligholz, der Zauberstab, die große Illusion, das große Verzaubern und so weiter. Und ein Steinwurf davon ist übrigens dann auch Pasadena, wo dann die Weltraumforschung losgeht. Und nochmal ein Steinwurf davon ist dann auch glaube ich, sind welche von diesen Elite-Universitäten. Wie heißen sie gleich nochmal? Ist es nicht Stanford Research in L.A.? Bin ich mir ganz sicher. Wo dann so Leute wie Einstein dann ihre Dinger gestrickt haben. Das ist alles so, fast in einer Nachbarschaft. Ja, also relativ ortsnah. Halt alles L.A., Hollywood und so weiter. Und ja. Ich finde bei dieser Geschichte, und man könnte noch viel mehr erzählen, das kann ich euch auch nur immer wieder empfehlen. Einmal möchte ich nochmal David McGowan erwähnen, der auch diese ganze Laurel Canyon Geschichte aufgedröselt hat. Ey, du kannst da immer tiefer reingehen und das ist wirklich erstaunlich, wie viel, das ist wie wenn du, wie nennt man das, wenn du so ein Prisma guckst, ja? Also du guckst dann das einzelne Teil an und da entdeckst du wiederum dasselbe Muster. Also im Kleinen wie im Großen und du kannst es bis hoch dehnen, dann kommst du eben bei diesen Royals raus und dann kannst du wieder im ganz Kleinen gucken, einfach das Einzelschicksal von irgendeinem jungen Mädchen, was mit viel Träumen nach Hollywood ging und dann halt einfach letzten Endes dort vom Moloch aufgerieben wurde. Ja, aber wie gesagt, in diesem Sinne, weil es wichtig ist, die Dinge anzuschauen, danke ich euch. Danke ich euch, dass ihr hier dem die Aufmerksamkeit schenkt. Lasst euch davon nicht runterziehen. Ja? Denn darum geht es ja gerade, dass wir uns stärken und damit wir mit diesen Dingen entgegnen können und damit wir das auch mal auflösen können, zur Heilung bringen. Es ist nicht das Ergebnis, so zu Hause sitzen, oh, was für eine schreckliche Welt. Ja, in dieser Welt passieren solche Dinge, aber die Dinge können sich auch ändern. Und es muss nicht passieren. Das ist nicht irgendwie Natur. Das ist nicht irgendwie, es kommt halt einfach wie ein Erdbeben oder sowas, was wir nicht verhindern können. Das sind wir Menschen. Naja, das sind Menschen, die im Wahnsinn, ja, wirklich im Wahn. Und tatsächlich war es auch John Lennon, der es tragischerweise gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau hinbekommen, aber so frei nach John Lennon, er hat gesagt, wir werden von Wahnsinnigen regiert. Zu wahnsinnigen Zwecken, aus wahnsinnigen Motiven heraus. Und weil er das sagt, wird er vielleicht eingesperrt, er wurde dann ermordet, aber er hatte so gesagt, werden sie ihn vielleicht wegsperren von den gleichen Wahnsinnigen, weil man ihm dann vorwirft, es ist doch Wahnsinn, sowas zu sagen. Und ja, das ist das Wahnsinnige daran. Er hat so recht gehabt, John Lennon. Ich glaube wirklich, er hat so halt gesehen, weil er halt auch tiefer da verwickelt war, als ihm das vielleicht recht war. Ja. Und das ist ein Wahn. Ja, und der hat Einfluss auf ganz viel. Und scheinbar haben wir immer noch nicht genug gesehen, weil ich mir denke, in England, da sind in den letzten Jahren solche krassen Dinge rausbekommen und trotzdem gab es dort keinen March der Millionen, ne? und wirklich grundlegende Veränderungen. So, BBC ist halt immer noch da, britische Königshaus macht immer noch ihr Ding, ziehen dieselben Kleider an. Das britische Parlament ist immer noch im selben System. Die Namen ändern sich, aber es hat sich da nichts grundlegend geändert. Aber ja, wie auch immer, ich wollte euch nur danken eben für, wirklich tatsächlich für jeden Einzelnen, der den Mut aufbringt und die aufrechte Tapferkeit hat, sich diese Dinge anzuschauen. Im Namen der Heilung von der Erde und von uns Menschen. Und damit danke ich euch sehr. Würde mich freuen, wenn ihr uns weiterhin gewogen bleibt, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr Nuvisa unterstützt, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Wenn ihr Kommentare schreibt, auch mir auf die Finger schaut. Es gibt auch immer wieder, auch in meine Darstellungen schleichen sie natürlich immer auch mal Fehler ein und da gibt es auch manchmal Korrekturen in den Kommentaren, finde ich auch sehr gut, weil hey, letzten Endes, es läuft hier nicht so einfach. Hey, hier, ich bin der Guru und lege euch das Zeug hin. Nee, so ist es nicht. Sondern wir sind zusammen, weißt du, und wir sind im Prozess und das Material, was ich euch präsentiere, soll ja immer auch und auch selber nachzudenken, nachzuschauen. Das Material kurz aus. Und das Material, was ich euch präsentiere, das hat auch immer das soll immer dazu dienen, auch euch zu inspirieren und dass ihr selber nachguckt. Und ganz, ganz ehrlich, das sind so viele Dinge von dem, was ich heute gesagt habe. Wenn ihr nachguckt, dann entdeckt ihr noch anderes. Weißt du, das hört ja nicht auf. Die Kristallkugel könnt ihr tiefer reingucken. Da freue ich mich eben auch immer, wenn ihr dann wachsam seid und wenn ihr auch Ergänzungen reinbringt oder auch einfach schreibt, wie ihr es anders seht. Das sind natürlich kontroverse Themen. Ne? Und freut mich auf jeden Fall einfach überhaupt, dass ihr den Mut habt und dass ihr euch damit beschäftigt, ja, im Sinne der Heilung. Und damit vielen Dank und bis nächstes Mal. Ciao.